Technologie ist überall, von Telefonen und Fernsehern bis hin zu Bussen und Autos. Sogar Kochutensilien können digital vernetzt werden. Unternehmen können unser Leben mehr beeinflussen und mit Verbrauchern in Kontakt treten, als wir es uns je vorstellen konnten. Willkommen zu The Exchange. Ich bin Guy Schoen mit Nachrichten und Interviews aus der Geschäftswelt. In einer sich schnell verändernden Welt gibt es keine Branche, die sich schneller entwickelt als die Technologie. Der Technologiesektor steht an der Spitze der Entwicklung neuer Ideen, neuer Wege, wie wir unsere täglichen Geschäfte erledigen und wie Regierungen das Weltgeschehen koordinieren. Das Wachstum in diesem Sektor ist atemberaubend und es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung. Die Tech-Industrie ist eine riesige Branche, die derzeit um 5-6% pro Jahr wächst. Dieser Wert wird in den kommenden Jahren noch steigen, wenn die breite Masse künstliche Intelligenz nutzt. Revolutionäre Technologien werden ständig weiterentwickelt und die Kosten dafür steigen ebenfalls. 2022 wurden insgesamt 3,45 Billionen Dollar in diesem Sektor ausgegeben. Mit dem technologischen Fortschritt ändert sich auch die Art und Weise, wie wir Produkte kaufen und konsumieren. Im vergangenen Jahr wurden 300 Milliarden Dollar für Online-Werbung ausgegeben. Unternehmen beeinflussen, wie wir konsumieren und kommunizieren, mehr als je zuvor. TikTok gehört zu den größten Namen in der Welt der sozialen Medien und steht bei diesen Veränderungen an vorderster Front. Chris Boccia, der britische Geschäftsführer von TikTok, hat mir erzählt, wie sehr die Technologie die Werbung und die Verbrauchergewohnheiten verändert. In der Unterhaltungs- und Marketingbranche gibt es eine große Verschiebung hin zu längeren Geschichten, bei denen die Kreativität im Mittelpunkt steht. Auf TikTok kann man Videos mit Ton im Vollbildmodus abspielen. Wir beobachten das bei den Machern auf unserer Plattform, die das Herzblut unserer Community sind. Sie ermöglichen es Marken, authentisch zu sein und Geschichten auf eine Weise zu erzählen, die vorher nicht unbedingt möglich war. Außerdem treibt diese neue Form der Unterhaltung auch Offline-Aktivitäten an. Das beste Beispiel dafür ist das, was wir Community-Commerce nennen, das Zusammentreffen von Shopping, von Menschen, die einkaufen wollen, aber auch von unterhaltsamen Inhalten auf TikTok und in unserer Community. Hashtags wie TikTok Made Me Buy It haben 57 Milliarden Aufrufe und all diese Videos, die auf TikTok zu sehen sind, sind Menschen, die Produkte entdecken. Sie bewerten, die sich mit diesen verschiedenen Produkten auseinandersetzen, was dann Auswirkungen auf die Welt hat. Interessante Infos von TikTok, die zeigen, wie sehr soziale Medien die Art und Weise beeinflussen, wie wir Technik konsumieren. Aber nicht nur der Konsum verändert sich aufgrund des technologischen Fortschritts, sondern auch die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen. Um mehr darüber zu erfahren, haben wir unseren Reporter Ryan Caparrode zum Start des neuen Google Cloud-Dienstes nach Katar geschickt. Ja, Guy, ich bin hier im Qatar National Convention Center in Doha. Dort treffen sich führende Google-Bosse zur Einführung eines neuen Cloud-Dienstes in der Region. Wie nutzen große Unternehmen wie Sie unsere Daten? Tarek, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Könnten Sie uns erläutern, warum Katar für Googles neue Free Zones in Frage kommt? Vielen Dank für diese Frage. Wir sind heute hier in Katar, um unsere erste Google Cloud-Region im Nahen Osten zu eröffnen. Das ist Teil unseres weltweiten Expansionsplans. Die Nachfrage unserer Kunden und Partner in der Region ist gestiegen. Wenn wir in Ländern investieren, in denen die Nachfrage wächst, wollen wir in engem Kontakt mit unseren Kunden sein, um ihnen zu helfen, ihre Probleme zu lösen und ihre Kunden besser zu erreichen. Ist das Teil eines größeren Projekts für Google im Nahen Osten? Ein Teil unserer Investitionen in Katar betrifft die Infrastruktur in der Region, für die wir heute die Dienste eingeführt haben. Der zweite Teil sind unsere Mitarbeiter und unser Geschäftsmodell. Wir installieren ein riesiges Geschäftsnetzwerk, um unseren Klienten, Kunden und potenziellen Kunden zu helfen, sich weiterzuentwickeln und ihre Ziele zu erreichen. Das hört sich alles sehr interessant an, aber können Sie uns erklären, wie es Unternehmen in Bezug auf die Daten tatsächlich hilft? Wir leben im Zeitalter der Daten. Das Datenvolumen wächst immer schneller. Das ist also ein Punkt, mit dem sich jede Organisation, jedes Unternehmen auf effiziente Weise auseinandersetzen muss. Letztendlich müssen Sie schnellere Entscheidungen treffen. Sie müssen präzise Entscheidungen treffen und die Möglichkeiten der Technologie nutzen, um zu diesen Erkenntnissen zu gelangen.
Wir helfen Ihnen dabei, indem wir unsere einheitliche Datenplattform bereitstellen, die durch KI-Funktionen unterstützt wird, die jetzt in diese Plattform integriert wurden, um den Prozess effizienter zu gestalten und schneller zu Dateninformationen zu gelangen. Eine vielversprechende Ära für die Region, die sich neue Bereiche der Vernetzung erschließt. Aber wie sieht es mit der Zukunft des Sektors insgesamt aus? Darüber spreche ich mit Mario Aquino, dem Geschäftsführer von Future Labs Ventures in Singapur, einer Firma, die in technologische Entwicklung investiert. Er erklärt, wohin sich der Sektor entwickelt. Alle paar Minuten, Stunden und Tage gibt es neue Entdeckungen. Wir leben in einer noch nie dagewesenen Ära der technologiegestützten Innovation. Wir haben uns vor allem darauf konzentriert, skalierbare Marktprobleme anzugehen, von denen nicht nur die lokale Wirtschaft profitiert, sondern vor allem auch die Menschen und die Gesellschaft. Der Sektor erlebt eine revolutionäre Ära der Innovation. Jetzt unsere regelmäßige Kolumne Wirtschaft in 60 Sekunden. Die Zeit läuft. Walt Disney veröffentlicht Quartalsergebnisse. Das Megafilmunternehmen, das auch Vergnügungsparks betreibt, hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich, nachdem die Gewinne in seinen Themenparks zurückgegangen sind. Nach Covid soll eine Neuausrichtung die Marke wieder auf Kurs bringen. Auch von Uber gibt es aktuelle Zahlen. Das Unternehmen hat in diesem Jahr gute Ergebnisse erzielt und versucht, neue Märkte zu erschließen. In Großbritannien arbeitet Uber jetzt mit der Plattform Hopper zusammen, die es Uber-Nutzern ermöglicht, über die App Flüge zu ermäßigten Preisen zu buchen. Es bleibt zu hoffen, dass den Aktionären gute Ergebnisse auf den Tisch gelegt werden. Und wo wir gerade von Flügen sprechen, die Quartalsergebnisse von Japan Airlines werden diesen Monat in den Posteingang der Aktionäre flattern. Das japanische Flaggschiff hat einen neuen Vertrag mit dem Flugzeughersteller Boeing ins Auge gefasst und wurde kürzlich von Skytrax als eine der 10 besten Fluggesellschaften der Welt für ihren Business-Class-Service ausgezeichnet. TikTok und Google zeigen, dass die Möglichkeiten für Unternehmen weit über die Erstellung unterhaltsamer Videos hinausgehen, trotz offensichtlicher Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit. Verbraucher scheinen die Tech-Giganten in fast jedem Bereich ihres Lebens willkommen zu heißen. Die traditionellen Grenzen verschwimmen. Geschäftsführer, Bürger und Regierungen versuchen jedoch immer noch, sowohl das Potenzial als auch die Fallstricke dieser sehr neuen und sehr intimen Beziehung vorherzusagen. And the pitfalls of this very new and very intimate relationship. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Auf euronews.com finden Sie aktuelle Wirtschaftsnachrichten. Bis zum nächsten Mal bei The Exchange. And join us again next time on The Exchange.